Hallo, ich bin jetzt zwar nicht davon überzeugt, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich hier mache, aber jetzt habe ich ja so lange an Licht und Position der Kamera und so rumgefummelt. Wenn ich nicht langsam anfange, dann wird das nichts mehr. Also jetzt soll es mal losgehen. Mein erstes Partys-Vlog-Video. Ich habe mir hier, also erstmal habe ich eine neue Kamera. Und die habe ich jetzt hier so neben meinem Laptop installiert, weil ich sonst nämlich immer nach links auf den Monitor gucke, wie ich aussehe. Das ist ein bisschen doof, da muss ich auch mal lachen. Darum steht das jetzt hier extra. Ich mache dann nachher mal ein Bild von. So, das ist mein Kalender. Da stehen immer alle wichtigen Sachen drin. Unter anderem habe ich mir aufgeschrieben, was ich alles so sagen will. Das ist ja das erste Mal doch ein bisschen merkwürdig. Ich habe ja schon so einige Perlenvideos gedreht, so Perlentutorials, aber da sieht man mich ja nicht immer so. Das ist ein bisschen einfacher, weil man ja nur die Stimme hört und ich dann da so im Hintergrund rummusle und meine Perlensachen mache und selber nicht so zu sehen bin. Jedenfalls ist das hier also meine kleine, winzig kleine Notiz, kann man das sehen. Also das ist überhaupt mein Kalender, ne? Das sieht irgendwie immer ziemlich ramponiert aus, kommen jedes Jahr neue Blätter rein. Aber was ich richtig cool finde, das kann ich euch ja mal zeigen, das sind nämlich die Seiten von dieser Woche. Und da steht wirklich fast gar nichts drin. Darum kann ich auch hier sitzen und ein Video machen. Erstmal habe ich ja jetzt meinen Patricia Beats Kanal benutzt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Kanal schon existiert, auch schon länger. Und ich da auch längere Videos hochladen kann. Wenn ich jetzt wieder mit einem neuen Kanal anfange, ich habe darüber nachgedacht, dann kann ich erstmal wieder nur eine Viertelstunde und da muss man erst, weiß ich nicht, 20 Videos oder so haben, bis man dann wieder längere hochladen kann. Ich will jetzt zwar nicht immer Stundenvideos machen, mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber ich habe auch keinen Bock dann Teil 1, Teil 2, Teil 3, finde ich auch blöd. Also habe ich halt den Patricia Beats Kanal benutzt, in dem ich meine Glasperlen-Tutorials auch hochgeladen habe. Ich habe jetzt versucht, so eine extra Playlist anzulegen, dass die Perlen-Tutorials in der Playlist Glasperlen-Tutorials sind und diese jetzt halt eben Patrizias Vlog. So, gleich mal vorweg, mein Zettel, Vlog. Ich weiß nicht, ob man das wirklich Vlog nennt, aber ich habe das von Cossi. Cossi sagt auch Vlog. Und das müsste man wahrscheinlich auf Neudeutsch irgendwie Vlog oder so, oder weiß ich nicht, ist ein Videolog, also ein Videolog Bucheintrag oder ein Blog, könnte man auch sagen, Videoblog. Und Vlog finde ich aber, hört sich irgendwie cool an, finde ich ganz witzig eigentlich. Also Videoflog, Partys Vlog, also Videolog. Moment, ja, mal sehen, gucken hier. Wie bin ich darauf gekommen, sowas zu machen? Genau. Und zwar hat mir eine Perlenfreundin Cossis Welt empfohlen. Da, wir hatten uns irgendwie über Bücher unterhalten und sagten, guck doch mal bei Cossis Welt, die hat über das und das Buch eine Rezension gemacht. Guck dir das mal an und ich finde die überhaupt total cool. Und da habe ich erst gedacht, oh ja, gucke ich dann mal. Und habe dann aber geguckt und bin von Cossi total begeistert. Also sie ist so alt wie ich, auch 43 und macht das total cool. Also so die Art, wie sie das macht, finde ich total cool und das inspiriert mich, ganz viele neue Sachen auszuprobieren, über die sie so erzählt, dass ich denke, Mensch, das ist ja interessant, wusste ich ja gar nicht. Ja, hat sie ja eigentlich auch recht, probiere ich mal aus. Und das hat mich natürlich auch dazu inspiriert, diese Vlogs zu machen. So ein bisschen wie ein Tagebuch, so ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Es hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund, warum ich das mache, für mich. Also letztendlich, wenn das jetzt alle doof finden und keiner guckt, ist das für mich okay. Ich mache das für mich und es soll mir Spaß machen. Bisher macht es mir Spaß, es ist ein bisschen aufregend. Ich mache das für mich, das komme ich noch dazu, warum ich mich dazu entschieden habe, das zu machen. Und es soll also regelmäßig diese Vlogs geben. Also Cossis Welt auf jeden Fall, ganz wichtig, auf jeden Fall mal reingucken. Das ist eine ganz toffe und stellt tolle Bücher vor und macht tolle Sachen und so. Ziemlich genial. So. Was heißt denn das? Ach so, genau. Ich wollte erzählen, gerade für die Perlenleute, dass ich eine neue Kamera habe. Ich habe ja immer die Perlenvideos mit der Webcam von meinem Sohn gemacht. Der gibt die aber nicht mal so gerne her. Kann ich ja verstehen. Der hat die auch an seinem Computer angeschlossen und so.
Und dann muss ich da mal runter, da mal rumkriechen, muss diese Kamera abmachen und das ist irgendwie ein bisschen doof. Und darum habe ich gedacht, das mache ich nicht mehr. Ne? Und habe mir jetzt zu Weihnachten eine Webcam gewünscht. Und mein Ideal wäre natürlich gewesen, eine Webcam ohne Kamera, mit Mikrofon, alles so total toll. Mein Mann war auch so lieb, hat mir eine gekauft, hat die bestellt und die kam auch. Ich habe die ausprobiert und die ist scheiße. Kann ich euch nicht empfehlen. Also die Videoqualität ist einfach total Mist, geht gar nicht. Also habe ich mir jetzt eine neue Webcam gekauft mit Mikro. Ich hoffe, ich bin laut genug und habe das jetzt hier so aufgebaut. Da das ja immer schwierig ist, ich mache mal ein Foto und stelle das mal mit rein. Da das ja immer schwierig ist, dass man dann auch in die Kamera guckt und nicht irgendwo anders hin und ich aber nicht so gerne in so ein schwarzes Loch gucken möchte, habe ich hier mal eine kleine Installation gemacht. Ich zeige euch das mal. Das brauchen wir ein bisschen. So, ich mache hier mal ein Bild. So, so ungefähr. Kann man das denn erkennen, das was da oben drauf ist? Richtig. So, das wird wahrscheinlich dann mit der Zeit noch ein bisschen anders aussehen. Aber erstmal finde ich es jetzt ganz nett, so wie es ist mit diesem Ding. Ja, und ich habe natürlich eine neue Kamera und die Kamera packe ich jetzt immer in diese Tasche. Die Tasche könnte vielleicht ein ganz bisschen größer sein, wenn ich das Kabel andauernd auf- und zusammenrolle. Passt gleich nicht mehr rein, aber die habe ich geschenkt gekriegt, war in einem Weihnachtswichtel. Und habe gleich gedacht, super genial, kommt die Kamera rein, ist die immer irgendwie ein bisschen staubgeschützt und so. Ja. Okay, also, ich wollte euch erzählen, um was es hier gehen wird. Wenn ich jetzt sage, ja, es geht um mich, hört sich das ein bisschen doof an, aber im Grunde genommen ist es natürlich so. Also ich erzähle euch ja was von mir, was ich mache, was ich erlebe, obwohl ich jetzt noch nicht so furchtbar viel erlebe, aber meine Gedanken zu gewissen Dingen, über Themen, die mir vielleicht irgendwie über den Weg laufen, wo ich denke, oh, das würdest du gern mal sagen. Also meine Meinung im Grunde genommen über, wahrscheinlich nicht über Politik. Das ist nicht so. Es gibt so gewisse Dinge, da sollte man seine Meinung vielleicht nicht so laut sagen. Es gibt dann unnötig Stress. Das vielleicht eher nicht, aber über schöne Dinge des Lebens. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich so meine. Also Fingernägel zum Beispiel ist ein großes Thema für mich, weil ich mache Fingernägel. Also ist im Moment mein Hauptjob. Ich habe auch schon andere Sachen gemacht, vielleicht erzähle ich da irgendwann auch mal von. Aber im Moment mache ich Fingernägel. Zu Hause in meinem Studio und bin da ganz glücklich mit. Das ist völlig in Ordnung. Dann mache ich Glasperlen. Das wissen ja die Glasperlen-Leute unter euch, die sich jetzt gewundert haben, was hat denn da Komisches hochgeladen. Also ich mache Glasperlen. Dann interessiere ich mich halt eben für ganz verschiedene Sachen. Also ich lese natürlich auch Bücher, lange nicht so wie Cossi natürlich. Also Rezensionen wird es wahrscheinlich nicht unbedingt geben. Aber ich bin auf Hörbücher oder bin über Hörbücher irgendwie gefallen und finde das sehr entspannend, während man irgendetwas tut, wo man nicht gleichzeitig lesen könnte. Also wenn ich mir meine Fingernägel zum Beispiel mache, meine eigenen, dann kann ich nicht nebenbei lesen, funktioniert nicht. Und finde dann Hörbücher sehr entspannt. Man vergisst die Zeit irgendwie, wenn so eine CD, so eine Musik-CD zu Ende ist, dann weiß man so, oh, Stunde rum, ne? So lange sitzt sie jetzt hier schon. Und bei einem Hörbuch, das ist, klar ist das irgendwann auch mal zu Ende, aber das geht ja irgendwie eine ganze Zeit lang immer weiter und finde ich sehr schön und sehr entspannt. Und man kann halt auch, weiß ich nicht, Handarbeiten machen neben dem Hörbücher hören, also Handarbeiten machen, also häkeln zum Beispiel oder stricken oder Karten basteln oder was man sonst alles so macht. Also ich habe halt mal wieder angefangen zu häkeln und das ist ganz nett. Also es wird sicherlich auch ein bisschen über Musik gehen, was mich so interessiert. Vielleicht auch über Kinofilme, Fernsehfilme, Fernsehserien, was man da so sieht, dass man da mal seine Meinung so ein bisschen zu abgeben kann. Ich habe zwei Kinder, 13 und 15, zwei Jungs, die besten Jungs auf der ganzen Welt. Das sagt wahrscheinlich jede Mutter von ihren Kindern, aber bei mir stimmt das wirklich. Vielleicht so ein bisschen über Kindererziehung, wie so meine Erfahrungen sind, wie jetzt so der aktuelle Stand sind, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß ja nicht, ob das so fruchtet, wie ich das mache, aber so im Kindergartenalter, Grundschulalter, da kann ich bestimmt das eine oder andere dazu sagen, wie ich das gehandhabt habe. Und da meine Kinder ja total toll sind,
muss ich das ja wohl richtig gemacht haben. Nein, die sind natürlich auch sowieso toll. Also ich habe vielleicht nur einen Teil dazu beigetragen, mein Mann natürlich auch. Aber vielleicht das eine oder andere werden da wohl auch richtig gemacht haben. Vielleicht kann da jemand auch was draus, für sich daraus rausziehen. Ja, Geschichten aus dem Leben. Genau, das, was ich mache. Okay, dann habe ich ja gesagt, es gibt auch einen bestimmten Grund, warum ich das mache, weil ich noch was will. Ich möchte was erreichen, was ich schon ein paar Mal auch geschafft habe, aber nie durchgehalten habe, was die meisten Frauen kennen. Ich möchte abnehmen. Ja. Das könnte man ja mal einfach so stehen lassen. Welche Frau möchte nicht abnehmen? Dazu kann ich ja, wenn ich das erste, nächste Video mache, vielleicht einfach noch ein bisschen mehr dazu sagen. Diese Vlogs sollen halt auch ein bisschen dazu dienen, nicht nur irgendwie dumm rumzulabern die ganze Zeit, sondern soll auch schon darum gehen, dass man abnimmt und wie man das macht. Ich habe jetzt kein bestimmtes System oder so. Es ist einfach nur, noch nicht mal, weil jetzt Silvester kommt und das neue Jahr anfängt, sondern ich bin einfach zu dick. Ja, jetzt habe ich mich also, ja, also sieht man ja auch, dass ich zu dick bin. Also im Gesicht vielleicht nicht unbedingt, da habe ich ein bisschen Glück, aber naja, ist auf jeden Fall zu viel. Und vielleicht möchte der eine oder andere sich da auch mit einbringen. Okay, das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich habe jetzt nicht so, ich schiebe mal hier rüber. Ach, das sind erst 12 Minuten gewesen. Das waren erst 12 Minuten. Wahrscheinlich habe ich so schnell geredet, dass mich keiner verstanden hat. Egal. Ich werde mir das jetzt angucken, gucken, ob es was geworden ist, ob ich meinen ganzen Krempel nochmal erzählen muss, aber ich glaube, dazu habe ich keine Lust. Also es wird dann wohl so bleiben, solltet ihr kein Wort verstanden haben, müsst ihr das eben nochmal hören. Ja, also es ist heute, das Datum wollte ich eigentlich mal dazu sagen, Moment, ich muss nochmal in den Kalender gucken. Es ist heute der Freitag, der 28. Dezember. Also im neuen Jahr, irgendwann kommt dann das nächste Video und ich wünsche euch guten Rutsch ins neue Jahr, feiert schön, nicht so dolle und ansonsten, wir sehen uns, macht's gut, bye bye.